So, hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Nein, euer Bildschirm ist nicht kaputt. Ja, wir sind jetzt, haben uns jetzt hier zum Nachtwide. Oder wie soll man das nennen? Ja, Nachtwide ist ganz passend, würde ich sagen. Ja, dann machen wir einen Weihnachtsbaum an hier mit Beleuchtung. Ja, ich bin dabei. Boah, auf der Cam sieht man fast gar nichts. Machen wir mal die Dicke an. Die Dicke? Leuchten wir da an die Bäume. Ja, da sieht man einen schwachen Lichtpunkt. Eieiei, ich bin gespannt, ob ihr überhaupt irgendwas seht, ne? Auf jeden Fall, jetzt sieht man was. Auf jeden Fall, was werden wir jetzt machen? Was wir machen werden? Wir werden jetzt eine Runde Quellen gehen, so. Und ja. Erstmal hochschieben. Erstmal hochschieben, hochfahren, gucken. Ist ein bisschen am Regnen. Da hüpft noch ein Frosch. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht. Da im Gras ist er gerade. Ja, genau da. Da. Siehst du es? Hast du es so? Nee, ich hab nicht gesehen. Doch, den hast du gesehen. Nee. Da in dem hohen Grasbüschel. Da wo genau. Links, 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 links. Bisschen runter. Genau da. Da sitzt er drin. Na, jetzt bewegt er sich aber nicht mehr. Gut. Ja, ich würde mal sagen, dann schieben wir hoch. Oder fahren hoch. Melden wir uns oben, Leute, oder zwischendurch mal, um die Süßigkeit zu testen und ja, ihr wisst Bescheid. Bis oben. Bis oben. So, Leute, wir sind jetzt mal hier weit runtergefahren, da oben waren Leute am Schlafen. Also es ist richtig rutschig durch das ganze Wasser hier. Aber wir haben auch gesehen, hier sind richtig viele, wie heißen sie noch? Feuersalamander, ja. Da müssen wir aufpassen, ein bisschen langsam fahren. Dass wir keinen überfahren, weil die stehen unter Naturschutz und... Da, ist, da läuft einer, siehst du? Wo? Da. Ah, ja. Warte, ich richte mal gerade die Kamera. Da, seht ihr? Die laufen hier richtig viele rum. Wir blenden euch auch mal ein Bild ein. Ja. Und ja, deswegen müssen wir ein bisschen. Komm, kommst du dir. Ja, wir müssen schnell fahren, sonst überfahre ich ihn noch. Oder wer kriegt uns auf? Könnte auch passieren. Boah, Freunde, schon hart hier zu fahren. Ja, ja. Können ja auch mal. Aber da sieht man nochmal die Stadt vielleicht. Stadtdorf. Boah. Boah, hier auch mit den Steinen nicht so rutschig. Wie hier liegt gerade einer. Ich denke mir schon, wo liegt einer? Boah, richtig mies hier. Ja, nice. Boah, was ist? Ja, Feuersalamander. Boah, hast du nicht überfahren? Nee, ganz sauber. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Meine ja, kannst fahren. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein bisschen aufpassen, hier waren hier ganz viele Babysalamander. Ja, die haben hier irgendwo ein Nest bestimmt. Hier ist aber keiner mehr, ne? Hier ist frei. So. Also, ich bleib mal kurz hier stehen. Schalt mal meine Lampe aus, damit ihr mal sehen könnt. Ne? So, also man sieht gar nichts ohne. So kann ich auch nicht fahren, ich sehe gar nichts, sonst nicht mehr den Weg. Mache ich hier auf dem kleinen Modus, pupp. Und ja. So kann man also echt einem nicht zumuten, ohne zu fahren. Und deshalb würde ich euch auch sagen, macht das besser nicht nach, wenn ihr halt nicht alleine seid, ne? Weil wenn man sich hinlegt nachts im Wald, da kommt keiner vorbei, irgendwie Wanderer oder so. Die Wanderer sind zwar nicht immer die nettesten, aber können einem schon noch helfen. Also es gibt ja auch viele Wanderer, die nett sind, ne? So, die nichts gegen Biker haben und so. Mit unseren... Ja, egal. Ja, Leute. Sind wir auch schon wieder unten? Boah, ja. So. Leute. Nee, man sieht wahrscheinlich eher weniger was, aber versuch mal die Kamera auf sich zu halten.
Jo, Leute, ja. Wie gesagt, war geil da runter, viele Feuersalamander gesehen. Die sieht man nicht allzu oft hier, die sind richtig selten geworden hier bei uns in der Eifel. Ja, wir freuen uns, dass sie wieder da sind und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wie der Niklas schon gesagt hat, macht es bitte nicht alleine nach, in der Gruppe oder so. Oder zu zweit oder zu dritt ist halt alles okay nach dem Wald, aber alleine das kann echt saugefährlich werden. Und ja, bis dann Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Jo, ciao.